In den kommenden Tagen stehen ja weltweit wieder viele Länderspiele an und primär geht es da um die Qualifikation für die kommende Fußballweltmeisterschaft in Russland. Das heißt, viele Spieler können sich auf großer internationaler Bühne präsentieren, aber viele richtig gute Kicker eben auch nicht. Und das führt uns zu einer kleinen Top-11 von Nicht-Nationalspielern. Was sind denn die teuersten derzeit, die nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert werden? Da wäre zum Beispiel Timo Horn im Tor, der 24-jährige Keeper vom 1. FC Köln mit einem Marktwert von 12 Millionen Euro. Der trug den Adler auf der Brust von der U15 bis zur U21 inklusive Olympia 2016. Für die A11 hat es noch nicht gereicht bei ihm. In der Viererkette haben wir auf der Linksverteidigerposition Marcos Alonso vom FC Chelsea. Der kam letzten Sommer für 23 Millionen Euro vom AC Florenz. Mittlerweile ist er sogar 25 Millionen Euro wert. Lucas Hernandez, ein Franzose, Innenverteidiger, lebt aber schon lange in Spanien, kommt aus der Jugend von Atletico Madrid, erst 21, derzeit noch U21-Nationalspieler Frankreichs, Marktwert 15 Millionen. Genauso viel wert ist der zweite Innenverteidiger dieser Top-11, Jesus Vallejo, auch ein ganz junger Mann, erst 20 Jahre alt, spielt bei Real Madrid. Letzte Saison war er an Eintracht Frankfurt verliehen. Und Bruno Perez, Rechtsverteidiger vom AS Rom mit einem Marktwert von 11 Millionen Euro. Dann haben wir im Mittelfeld auf links Maximilian Philipp, der Shootingstar von Borussia Dortmund mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro. In der Zentrale Francis Coquelin, Marktwert ebenfalls 15 Millionen. Der spielt beim FC Arsenal, derzeit verletzt am Oberschenkel. Neben ihm Steven Nzonzi, 28-jähriger Franzose, der beim FC Sevilla spielt. Der ist 30 Millionen Euro wert und trotzdem kein Nationalspieler. Genauso wenig wie Domenico Berardi im rechten Mittelfeld. Der 23-jährige von US Sassuolo ist auch richtig teuer. 25 Millionen Euro würde er derzeit kosten. Und vorne im Sturm, ja, eine ganz kompetente Doppelspitze. Anthony Modest, Marktwert 20 Millionen. Der Ex-Kölner, der derzeit in China spielt bei Tianjin Quanjian. Und neben ihm Andre Gray. Seine Karriere kam erst ganz spät in Fahrt, machte mit 25 sein erstes Premier League-Spiel für Burnley. Der FC Watford bezahlte im vergangenen Sommer über 20 Millionen Euro für ihn. 15 Millionen ist sein Marktwert. Also das ist doch schon eine wirklich ansehnliche Top 11 von Spielern, die derzeit keine Nationalspieler sind.